Schlampeline. Ein entspannter Fernsehabend bei Familie Nullinger könnte gemütlich und friedvoll verlaufen. Könnte. Also wirklich, Josef, schau dir das einmal an. Auf dem Oktoberfest in Ninger, da links hinter die Zeite auf so einer Wiese, wo's alle hinbisseln und schmusen und alles. Das ist doch ekelhaft. Ja, allerdings, das sind Menschen ohne Kinderstube. Wahrscheinlich auch aus einem fragwürdigen Elternhaus. Schaut einmal, das Dirndl kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. Ja, das stimmt. Das schaut aus wie das von der Jacqueline! Jacqueline, sofort ins Wohnzimmer mit dir, aber flotti Pavarotti! Sag einmal, was schreit's denn so? Also? Ich mach grad Hausaufgaben von der Berufsschule auf meinem Zimmer. Mit dem José. José? Was denn für ein José? Da ist jetzt ein Schluss her mit Besuch auf dem Zimmer von irgendwelchen jungen Buben. Was heißt der junge Buben? Der José ist mein Berufsschullehrer. Der ist aus Paraguay. Paraglider oder nicht, das tut hier nicht zur Sache. Schau dir das einmal an, wo du da im Fernsehen bist. Beim RTL in irgendeiner Schulsendung. Hey, cool! Das bin ja ich. José, schalt schnell RTL an. Wir sind im Fernsehen. Hörst du auf? Ja, das ist ja unfassbar peinlich. Okay, das steht euch nicht so an. Seht doch keiner. Wer schaut denn das schon? Maria, heißt dir. Also wirklich, wer ist denn das jetzt wieder? Nein, Frau Nullinger, schalten Sie sofort den Fernseher an. Ihre Tochter, die Jacqueline. Grüß Gott, Frau Reitinger. Unser Fernseher ist gerade kaputt. Und überhaupt, wir schauen ja kaum, weil da kommt ja so viel Schund heutzutag. Also das ist ja... Schaut einmal, jetzt zeigt er ihr das Dirndl fast aus. Willi! Ja, sag einmal, also wirklich, ihre Kleine, das ist ja wirklich das Allerletzte. Da darf ich mir schauen. Schauen Sie mal, wo ist auch außer sich. Ja, wirklich, Jacqueline. Du bist ein Miststück, das Allerletzte. Du bist für mich gestorben. Das sage ich dir gleich, das hätte ich nie von dir gedacht. Ja, Spatzl, jetzt beruhig dich wieder. So aufregen brauchst du jetzt auch wieder nicht. Allerdings, da brauchst du jetzt du gar nicht aufregen mit deiner Frau. Ich meine, da brauchen Sie sich jetzt gar nicht aufregen, Herr Reitinger. Moini. Ja, passt schon wieder. Komm, Spatzl, wir gingen. Die Nullinger sind ja geschlungen, nur mit ihrem Flitscherl. Genau, ein Flittchen bist, ein Flittchen. Bulli, ich schalte das jetzt weg. Wir wollen was Gescheites im Fernsehen sehen. Mach die Tagesschau. Okay. Fallen neuesten Studien zufolge immer mehr junge Menschen den enthemmenden Folgen von Alkohol zum Opfer. Wie zum Beispiel dieses junge Mädchen auf dem Münchner Oktoberfest. Jacqueline! Die Nullingers auf Antenne Bayern. Hören Sie auf die nächste Folge an, wenn es heißt: Papa, Mama, darf ich nach München aufs Oktoberfest? Nein!